Die Bewohner der alten Gemeindebauten am Handelsquai 214 sind verzweifelt. Ende der 1970er Jahre wurde er errichtet und galt vor 40 Jahren noch als hochmodern. Auch die Lage direkt vor der Donauinsel war perfekt. Doch 2020 änderte sich für die Mieter alles. Es wurden 7 Wohnhäuser direkt vor den Fenstern der Altmieter errichtet, welche seither die komplette Aussicht blockieren. Zudem sind die Zustände im alten Gemeindebau mittlerweile untragbar geworden. Eine Sanierung ist längst fällig. Mieter Charlie lebt seit 10 Jahren im Karl-Heinz-Horrerhof. Die aktuellen Zustände nehmen ihm jegliche Lebensfreude. Er berichtet. Ich wohne seit 10 Jahren hier und es wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schlimmer. Alleine die Lärmbelästigung, der Dreck, sämtliche Wohnungen sind renovierungsbedürftig. Haben Sie vorhin gesehen, auch der Durchgang. Dann haben wir hier zum Beispiel das Beispiel von der Stiege. Es gibt eine Sprechanlage und man braucht keinen Schlüssel. Und das ist fast bei jeder Stiege so. Und das wird uns Mietern alles drauf gerechnet. Ja? Die Schlossarbeiten und das ist auch eine Frechheit. Da gehört, wenn Sie sollten eine Kamera installieren oder sonst was, weil die Postkasten werden aufgebrochen. Also es hat keine Zukunft wirklich hier. Wie das damals weggerissen worden ist, haben wir alle Mieter und im Stiegenhaus Risse bekommen. Da war die Gemeinde Wien da, hat es fotografiert, es ist versprochen worden, es wird gerichtet, es ist bis heute nichts gemacht worden. Auf Anfrage, ja, es dauert, aber es wird nichts gemacht. War vor Ihrer Wohnung auch schon mal Müll? Vor unserer Stiege, ja. Also kann ich euch Bilder schicken, da war so eine Matratze, Kühlschrank, alles Mögliche schon vor der Tür gestanden. Also, oder Einkaufswagen. Das nächste Problem sind die E-Scooter, die stehen auch meistens da herum. Also, da kümmert sich keiner drum. Einkaufswagen haben wir mehr als beim Penny vorne. Also, was wäre jetzt Ihr Wunsch an die Politik vor allem auch? Dass endlich einmal bei den Altbauten was machen und nicht nur bei den Neubauten. Weil da wohnen ja auch Menschen und die wollen ja auch ein normales Leben haben, eine normale Wohnung und nicht kaputte Sprechanlage. Was braucht eine Sprechanlage? Kann jeder rein. Also. Auch Franz Lindenbauer, der Clubobmann der Leopoldstädter Freiheitlichen, steht im engen Austausch mit den Mietern. Seit Jahren erreichen ihn Beschwerden wegen der Zustände. Die Anrainer fühlen sich im Stich gelassen. Mein Name ist Franz Lindenbauer, ich bin Clubobmann der Leopoldstädter Freiheitlichen hier im Bezirk. Schon seit Jahren erreichen uns hier Beschwerden der Anrainer über die Zustände hier. Schon vor dem Neubau hat dieser Bau hier am Handelsquai 214 nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewinnen können. Durch den Neubau wurde es schlimmer, Risse in den Wohnungen, angebohrte Abwasserleitungen. Also es gab hier wirklich schon massive Probleme für die anrainende Bevölkerung. Leider Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Versprochen wurde uns des Öfteren, dass man für die Bewohner hier etwas unternimmt und die Lebensqualität wieder verbessert. Bis heute ist nur leider nichts geschehen. Ich wohne auf Stiege 10. Vor unserem Balkon sind neuer Spielplatz aufgebaut worden. Wir Mitbewohner sind nie gefragt worden, ob das möglich ist für uns. Es wohnen lauter ältere Leute auf dieser Stiege. Die wollen eine Ruhe haben untertags. Wir haben früher einen Kindergarten gehabt, das war akzeptabel, die waren ruhig und so weiter. Aber in der jetzigen Zeit ist es nicht möglich, dass man die Kinder da irgendwie beruhigen kann. Die schreien den ganzen Tag immer dumm, hauen alles weg. Sie sehen, wie es da ausschaut. Also das ist nicht mehr lebensfähig da hier. Der Bau der neuen Gemeindebauwohnungen brachte viele Probleme mit sich. Die alten Bauten wurden teils beschädigt und nie repariert. Das schaut nicht nur unschön aus, sondern ist auch gefährlich für die Mieter, wie der FPÖ-Wohnsprecher Michael Niegel erklärt. Einmal mehr sieht man, wie ein Wohnbau-Vorzeigeprojekt der SPÖ aus den späten 70er Jahren zusehends verkommt. Hier sieht man eindeutig, wie das alte Objekt, das 1977 errichtet wurde, verkommt und das neue Objekt direkt vor die Fenster der Mieter gestellt wurde, keine 7 Meter entfernt. Die freie Sicht auf Donauinsel und Donau wurde verstellt und dahinter vergammelt der alte Wohnbau. Und hier sieht man wieder mal ein statisches Problem. Nicht nur, dass die Eisenarmierung bereits verrostet aus den Betonplatten steht, wurde offenbar auch relativ behelfsmäßig dieser tragende Bauteil gestützt. Ich bin zwar kein Statiker, aber ich möchte über dieser Baustelle nicht wohnen. Der Trafikant Walek findet fast keine Worte für die Zustände im Gemeindebau. Er lebte noch bis vor kurzem in der Siedlung, zog allerdings um, da das Wohnen für ihn zuletzt unerträglich wurde. Naja, ich bin vor 3 Jahren da gewohnt in 10er Stiege. Das ist ein
ich kann das nicht beschreiben, das muss man erleben. Weil in der Früh stehst du auf und da kriegst du ganze Wohnungseinrichtung vor dem Müllräume. Gehst du rein, kannst du nicht reingehen, weil ist alles voll und in letzte Ecke steht ein Sofa drinnen in den Müll. Ich meine, ich verstehe auch, ich bin auch ein Ausländer in dem Land, aber bevor jemand integriert wird und das unser Land das will, muss man zivilisieren und dann integrieren, weil umgekehrt geht nicht. Auch FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Knepp ist die Problematik an diesem Standort bekannt. Jahrelang wurde den Mietern versprochen, dass hier ihr eigener Gemeindebau saniert wird. Das wurde nicht gemacht. Stattdessen wurde einfach davor ein neuer Gemeindebau hingestellt, um den alten, schon baufälligen Gemeindebau zu verstecken. Und so kann es nicht sein, da ist die Wohnbaustadträtin Gahl in der Pflicht, auch hier lebenswerte Umstände wieder zu schaffen.